Kino und Inselfeeling. Diese ganz spezielle Mischung serviert das griechische Animationsfilmfestival Anima Syros. Über 100 Beiträge hatte die diesjährige 6. Ausgabe auf der Kykladeninsel Syros zu bieten. 2 Hauptwettbewerbe und ein buntes Panoramaprogramm. Unser Festival stellt den Animationsfilm als Kunstform ins Rampenlicht. Es sind nicht nur unterhaltsame Kinderfilme. Wir zeigen Werke junger Filmemacher, die unterschiedliche Techniken benutzen und ihre Kunst ständig weiterentwickeln. Ein weiteres Ziel ist, die Vielfalt der internationalen Animationsfilmszene in Griechenland auf dezentralisierte Weise vorzustellen. Deswegen findet das Festival auf der Insel Syros statt. Als Eröffnungsstreifen lief From the Earth to the Moon des Griechen Agelos Spatalis. Sein Langfilmdebüt basiert auf Jules Vernes Zukunftsroman Von der Erde zum Mond, in dem der Autor die erste Mondlandung vorwegnahm. Das humorvolle und satirische Werk sei aktueller denn je, meinte Animationsfilmer. Leider ist Jules Verne heutzutage nicht besonders gefragt. Ich stieß zufällig auf das Buch in einer Ausgabe von 1957. Ich fing an, es zu lesen und war begeistert. Er ist ein brillanter, herausragender Autor. Ich war so begeistert, dass ich beschloss, einen Animationsfilm über den Roman zu drehen. In seinem Streifen Night lässt Regisseur Thanasis Radoulou eine Schachfigur im Rösselsprung eine ihm unbekannte Umgebung erkunden. Sein Film ist eine Metapher für Freiheit, die Fähigkeit, sich über Grenzen und Regeln hinwegzusetzen, sagt der griechische Filmemacher. Der Animationsfilm ist für mich die erwachsene Version der Dinge, die ich als Kind beim Spielen in meiner Vorstellung lebendig werden ließ. Im Animationsfilm erwecke ich imaginäre Figuren zum Leben und verbringe viel Zeit damit, Dinge lebendig werden zu lassen, die es ohne mich nicht gäbe. Ein spezieller Programmteil ist Highlights anderer Festivals gewidmet. Igor Prassel leitet das slowenische Animateka-Festival und war in diesem Jahr Jurymitglied. Wir einigten uns auf eine Liste mit 8 Finalisten, was ein ziemlich guter Durchschnitt ist. Was uns als Jury immer wieder überrascht, ist die Qualität von Studentenfilmen. Sie sind fast besser als die ihrer professionellen Kollegen. Es waren viele hervorragende Studentenbeiträge im Wettbewerb. Der erste Preis im internationalen Wettbewerb ging an den spanischen Streifen Sangre de Unicornio über 2 Plüschbären, die auf Einhornjagd gehen. Den Sonderpreis der Jury erhielt der griechische Kunstfilm Apodemi von Katerina Anastasopoulou für seine poetische und sozialpolitische Ausdruckskraft. Das Anima Syros Festival ist einer der wichtigsten Treffpunkte für Animationsfans und Filmemacher. Eine kleine Kinooase auf der Insel. Das Festival stellt den Zuschauern hochkarätige internationale Animationsfilme vor und dient als Plattform für das professionelle Publikum. Για τους επαγγελματίες του χώρου. Γιώργος Μητρόπουλος από τη Σύρο για το Euronews.